Ahoi, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miscreated. Ja, beim letzten Patch wurden die Server alle resettet. Das heißt, ich fange fast so im Prinzip wieder ganz von vorne an. Ich frage mich mal, eigentlich sollten ja nur die Items resettet werden. Aber ich bin jetzt hier mitten in der Pampa irgendwo gestartet. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich eigentlich neben meiner Base starte. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die. Meine Base jetzt auch kaputt ist. Mal sehen. Was sind wir denn hier? Da liegt doch irgendwas drauf, oder? Nein, anscheinend nicht. Komisch. Keine Ahnung, was das hier überhaupt ist. Ich werde mal irgendwie versuchen, meine Basis wiederzufinden und hoffe, dass die noch steht. Dass sie das nicht auch alles abgerissen haben. Was hier drin liegt noch. Eine Axt ist schon mal gut. Noch irgendwas. Durchsuchen. Na. Nichts gefunden. Footlocker. Auch nichts gefunden. Auch nichts. Auch nichts. Nichts. Tja. Aber immer eine Axt. Das ist ja schon mal was. Auf der 1, okay. So, dann gucke ich mal, wo ich hier bin. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich ehrlich bin. Mal schauen, da ist noch ein Zelt. Hier liegt ja nichts rum, oder? Naja. Sparkplugs. Ja, warum nicht? Ich habe ja eh nichts mehr. Kann ich auch mal eines einsammeln, was ich finde. Survival Knife. Okay. Ich bin zumindest schon mal wehren, wenn irgendwie so ein Zombie begegnet oder so. Gut, das könnte ich jetzt mit der Axt auch, aber mit dem Messer geht dann doch besser. Laufen wir hier einfach mal lang, bis wir irgendwo den Fluss wiederfinden, hoffentlich. Denn da in der Nähe habe ich ja meine Basis eigentlich gebaut. Ich hoffe echt, dass die nicht weg ist. Das wäre echt ätzend. Das wäre wirklich blöd. Autobatterie. Why not? Vielleicht finde ich ja sogar ein Auto. Bandage. Kühlschrank ist nix. Da war nix. Okay. Badewanne. Diesel nehme ich auch mal mit. Durchsuchen. Nichts gefunden. Mal hier. Black Jeans. Drop die mal kurz. Na, die hat auch nur 4. Okay. Der Brown Jeans. Ist mein Zeug noch drin? Gut. Tja, ist hier auch nichts mehr, denke ich. Salvage Electronics. Electrical Parts. Okay. Ja, warum nicht? Gut. Wieder raus hier. Da irgendwas durchsuchen, nix. Kleider durchsuchen, auch nix. Da vorne vielleicht noch irgendwas drin. Salvage Tools. Oh, Nägel habe ich gefunden. Okay.
Falls ich eine neue Basis bauen muss, kann ich das schon mal gleich tun, auf jeden Fall. Da haben wir auch Pop-up Canopy. Was ist ein Pop-up Canopy? Gebe ich das? Ich bin auf jeden Fall überladen. Ich schmeiß mal kurz die Batterie hier hin. Nimm mal das Pop-up Canopy, was auch immer das ist. Ein Zelt oder sowas, Campingzelt. Okay. Ja, cool. Dann, sorry, Batterie. Duct Tape. Brauche ich nicht. Dann auch nichts. No space for scrap metal. Okay. Ich muss erstmal ein paar Klamotten finden, wo ich was, oder einen Rucksack oder sowas, wo ich was verstauen kann. Gut, ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier ist irgendwie Ozean oder so. Wobei, die Straße geht irgendwie hier lang, oder? Meine ich das nur? Geht hier im Kreis so komisch, die Straße. Ich renn mal da hinten lang. Sag mal, hier kann ich da hoch. Wirklich, oder? Nee. Wo ist mein Zuhause? Wie komme ich hier wieder heim? Und gibt es mein Zuhause überhaupt Eine noch? Handgun. Das schmeiße ich weg. Can't carry item. Wieso nicht? Stehe ich gerade nicht. Schmeiß mal dich noch weg. Ach, das war die Munition dazu. Wieso komme ich jetzt an die Waffe nicht mehr ran? Mann, mit der Hand. Da ist es doch. Okay. So, das ist Magazin dafür wahrscheinlich. Oh, cool. Dann haben wir ja schon mal eine Knarre jetzt. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Eyepatch brauche ich keinen. Da ist nichts, was man durchsuchen kann. Nö. Da ist auch nichts. Dann raus hier. Mal hier im Auto. Zu essen wäre nicht schlecht. Bevor ich halt gleich wieder drauf gehe. Aber sieht schlecht aus. Mal weiter rennen. Zumindest habe ich schon mal eine Pistole mit 5 Schuss. Das ist doch schon mal ein Anfang. Kann mich schon mal grundsätzlich verteidigen. Gut, ganz grundsätzlich halt. So, ist da der Fluss? Oder meine ich das nur? Ich glaube, hier ist der Fluss, oder? Ja. Jetzt mal kurz orientieren. Da hinten ist eine Brücke. Okay.
Weiß jetzt nicht, ich glaube, ich muss hier runterrennen, oder? Doch, ich muss hier runterrennen, glaube ich. Hier runter in der Richtung war irgendwo meine Basis. Glaube ich zumindest. Drück mal kurz was. Ja, Drink Water? Nein. Will er nicht? Okay, dann halt nicht. Haben sie es auch geändert, dass man das Wasser nicht mehr trinken kann, oder wie? Hier ist auch noch so eine Hütte. Da kann man auch mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier in die richtige Richtung laufe, wenn ich ehrlich bin. Hier irgendwo an dem Fluss muss mein Haus sein, aber nicht. Ich weiß nicht, wie weit ich noch weg bin und ob ich in der richtigen Richtung laufe gerade. Mal schauen. Bekannt kommt mir das hier immer noch nicht so richtig vor. Da hinten ist nochmal eine Brücke. Und dazwischen jetzt noch dieses Dorf ist, dann könnte ich auf dem richtigen Weg sein. Ich glaube, irgendwo hinter der Brücke ist meine Basis. Und hier kommt mal ein Ort zumindest. Gucken, ob wir da ein Ortsschild sehen irgendwo. In den Bus reingucken. Deiner klingt gut. Da könnte was zu essen sein. Oh, da war noch was. Bini brauche ich nicht. Beef Stew, da ist doch was zum Essen. Sehr gut. Kleider durchsuchen, aber nix. Noch eine Autobatterie. Kann ich eh nicht mehr tragen. Oh. Das sieht nicht mehr so gesund aus. Bisschen unterernährt der Jute. So, hier scheint ein Schild zu sein. Pride Moor. Ich glaube, das ist richtig. Ich muss jetzt noch durch den Ort da durch. Aber da hinten habe ich schon gerade was gesehen. Was mir nicht so gut gefallen hat. Ich meine Pistole in der Hand. Ist irgend so ein Viech rumgerannt. Gerade. Gucken, ob ich den einfach umgehen kann. Ich muss eigentlich nicht mit so einem Teil da anlegen, wenn es nicht sein muss. Scheint mal geklappt zu haben. So, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss jetzt hier einfach nur noch durch Brightmoor durch. Und dann hinter der Brücke auf der linken Seite müsste irgendwo mein Haus sein. Oh, ich höre schon wieder was. Oh, der ist nah. Machen einfach mal weg. Böse Geräusche. Ich will nur hier durch. Ich will nur durch. Lasst mich in Ruhe, ihr Viechers. Leave me alone. Ich bin hier irgendwo im Wald rum, die Mistviecher. Jetzt kann ich nochmal vier weitere Sachen tragen. Das ist schon mal am Anfang. Sind wir da unten? Schrott, oder? So, ich glaube, jetzt an der Brücke muss ich noch vorbei. Dann müsste meine Basis irgendwo auf der linken Seite sein. Ich laufe einfach mal weiter. Guck mal, wo ich rauskomme. Oh shit. Oh fuck. Ah. Aua, aua, aua. Dann mal, soll ich mal versuchen, den abzuknallen. Shit. Okay, ich habe ihn zumindest. Auch wenn ich meine ganze Muni verballert habe.
Puh, so, erstmal Bandage. Use. Okay. Ah, Herzinfarkt. So, wenn ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, dann müssten hier gleich ganz viele Autofracks kommen. An der Brücke bin ich vorbei. Gucken wir mal, was wir hier so finden. So, jetzt müsste eigentlich dann auch Slay Bees Basis bald in Sichtweite kommen. Theoretisch, praktisch. Der Fluss ist ja noch da, oder? Ja. So, dahin ist der Wasserfall, da müsste Slays Basis sein. Und noch so ein Unterernährter hier. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde erstmal zu Slays Basis rennen. Und von da aus dann gucken, dass ich meine Basis nochmal finde. Military Canteen, ja, warum nicht? Nix im Kühlschrank. Gut, ich würde auch einen Kühlschrank geben, noch was drin ist, mitten auf die Straße legen irgendwo. Macht ja auch keinen Sinn. So, jetzt renne ich mal hier querfeldein zum Fluss wieder runter. Denn hier irgendwo, denke ich, war meine Basis. Ist er das schon? Nee, doch. Ach, guck an, da ist er ja. Home sweet home. Juhu. Ich bin zu Hause. Tralala. Oh, die Tür ist weg. Warum ist die Tür weg? Das ist blöd. Dann sind die Kisten wahrscheinlich auch leer. Gut, aber das hatten sie ja gesagt, dass alle Items gelöscht werden. Mal gucken, ob das Auto noch da ist. Ist das Auto noch da? Kannst du ja kaum erkennen. Bauen wir mal schnell so eine Wand ab. Gucken mal. Nee, das Auto ist auch weg. Nein! Nein! Verdammt. Das ist blöd. Can't carry item. Dann hauen wir uns mal noch ein paar Kartoffeln rein. Machen wir das schnell nochmal dicht hier. Und dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich halt von null, relativ null, anfangen, wieder Sachen zu suchen. Schöne Garage für den Quad, den ich da jetzt, für Slays Quad, den ich da letztens gebaut habe. Alles weg. Also die Garage steht noch, aber der Quad ist weg. Finde ich jetzt schon ein bisschen nervig. Aber gut, soll es mal gewesen sein. Ich bin zumindest mal wieder zu Hause. Von hier aus kann man jetzt wieder loslegen in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und sage danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, euer Kondor Drake.